Ja, auch nochmal von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass dieses Thema ja auf so große Resonanz gestoßen ist. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, das auch in Zukunft eher noch mehr an Aktualität gewinnen wird. Noch mehr, als es sicherlich in dem letzten Jahr gewonnen hat, seit wir die Enthüllungen von Snowden haben. Und ich sage mal, ich habe das Thema davor auch schon gemacht, da war man immer so ein bisschen, so ein bisschen paranoid wurde man angesehen. Der hat oder die hat doch bestimmt was zu verstecken, sonst müsste sie sich keine Gedanken darüber machen. Inzwischen ist das, glaube ich, aufgehoben, dieses Paranoid-Sein, wenn man was mit dem Thema Datenschutz zu tun hat. Und schauen Sie vielleicht einfach mal den Nachbarn von Ihnen links oder rechts an. Das sitzt bestimmt ein sehr netter, sympathischer Herr oder eine Dame neben Ihnen. Vielleicht kennen Sie ihn, vielleicht aber auch nicht. Und jeder hat Informationen, die er sicherlich gerne und freiwillig weitergibt. Davon lebt auch die Menschheit. Da entstehen Freundschaften, entstehen Beziehungen. Aber genauso bestehen Beziehungen und vielleicht halten sie sogar auch deswegen, weil man nicht immer jedem alles erzählt und sagt. Und vor allem eben dieses Selbstentscheiden, welche Informationen gebe ich von mir persönlich preis. Das ist eine zutiefst menschliche Eigenschaft und ich glaube, das ist etwas, was auch zu respektieren ist. Denn technisch, wissen wir, ist heute alles möglich. Das ist nicht wirklich mehr die Herausforderung. Die Herausforderung ist es, und das ist auch die Herausforderung an die Politik und auch an das Europäische Parlament in den letzten, wie auch in den kommenden 5 Jahren, zu entscheiden, was wollen wir, was darf gemacht werden. Und das wird eine der zentralen Herausforderungen sein in den nächsten 5 Jahren, aber sozusagen für den politischen Teil, für die Wirtschaft, für Unternehmen, aber letztendlich auch für jeden Einzelnen von uns. Und das ist das, was auch Jimmy Schulz eben in seiner in der Crypto Party Lite auch schon versucht hat zu sensibilisieren, was kann man tun, wenn man Daten übers Internet verschickt. Man muss sich sicherlich auch darüber bewusst werden, welche Daten stelle ich überhaupt auch ins Internet. Auch das wird eine Herausforderung sein. Das ist zwar schon, finde ich, auch in den letzten Jahren wieder besser geworden. Auch inzwischen ist es auch zum Beispiel in Schulen angekommen, dass man den Schülerinnen und Schülern sagt, dass nicht jedes Partyfoto auf Facebook gepostet werden sollte, weil man das auch nicht mehr so schnell losbekommt. Also es fängt an, langsam sich ein gewisses Bewusstsein dafür zu entwickeln. Was aber zum Beispiel ganz spannend ist, wir haben auch eine Entwicklung, die sicherlich so schnell geht, dass wir bei weitem nicht mehr über nur einen Facebook-Status diskutieren, sondern über weit mehr. Und das hat damit zu tun, dass immer mehr Daten verfügbar werden, immer mehr freiwillig abgegeben werden, aber auch teilweise vielleicht gar nicht so bewusst. Und vielleicht kennen der ein oder andere es von Ihnen, es gibt jetzt diese Armbänder, die man sich ja ans Handgelenk tun kann, wo man dann auch sozusagen wo mitgezählt wird, wie viele Schritte man geht, dann wie gut man schläft, man kann erinnert werden, dann brummt es einmal in einer halben Stunde, damit man aufsteht, sich bewegt, man kann dann dazu noch die passende App im Handy, das Essen eintragen, wann man was isst, wie viel man sich bewegt. Also sehr, sehr spannend sicherlich und kann jeder sicherlich auch mal überlegen, ob er das machen möchte. Und vor allem, ob er es möchte, das können Sie heute entscheiden oder sagen, nö, also das will ich auch gar nicht. Die Frage ist nur, das glaube ich ist schon der nächste Schritt, den man sich vor allem dann eben auch stellen muss, ab wann passiert es, dass man eben vielleicht Krankenversicherungen hat, die sagen, ach, haben Sie so ein Armband? Wollen Sie so ein Armband? Wenn Sie es nicht wollen, dann zahlen Sie bitte 20% mehr Versicherungsbeitrag, weil wir wissen ja nicht, ob Sie sich genug bewegen, ob Sie sich richtig ernähren. Und dann kommen wir nämlich ganz schnell von der Situation, dass ich freiwillig mich entscheiden kann, Informationen preiszugeben, weil es mich interessiert, weil es spielerisch auch ist, ganz schnell in eine Situation, wo ich Nachteile bekomme, wenn ich nicht meine Daten abliefere. Und das ist nur ein Beispiel. Der ganze Bereich Gesundheit, ganz besonders interessant, weil Sie wissen, auch Gesundheit kostet ja einiges an Geld. Also insofern sind die Versicherungen da durchaus auch am Ball. Ein anderer Bereich, eines der liebsten Themen der Deutschen, das Auto. Ich gehe mal davon aus, jeder von Ihnen hat ein Auto oder ein paar vielleicht auch nicht. Das ist in München auch nicht unbedingt notwendig, auch sehr schön.
Wenn Sie sich überlegen, sich vielleicht demnächst ein neues Auto zu kaufen, kann ich Ihnen nur sagen, sollten Sie sich das tatsächlich bald überlegen. Denn ab 2015 wird in jedem PKW, in jedem Neuwagen, ein sogenanntes eCall-System von vornherein installiert sein. eCall hört sich ganz gut an, das ist der Emergency Call, also der Notruf, wenn Sie einen Unfall haben, wird ein Signal abgesetzt und es kommt sehr, sehr schnell ein Notarzt oder dementsprechend eine Hilfe, wenn Sie eben im Auto verunglücken. Hört sich gut an. Wenn Sie allerdings sich überlegen, wie kann denn das funktionieren, dass wenn ich irgendwo gegen einen Baum fahre, dass dann der oder die Notfallzentrale weiß, wo ich bin. Also auch hier, eine ganz normale SIM-Karte ist in diesem Auto drin, die auch aktiv ist, auch wenn sie offiziell nur in diesem Moment natürlich aktiviert wird. Wenn man weiß, dass das angeblich auch wiederum genutzt werden kann, um gestohlene Wägen zu finden, ist es klar, dass diese SIM-Karte immer aktiv ist. Also wenn Sie so eine SIM-Karte in Ihrem Neuwagen dann fest installiert haben und auch nicht mehr die Option haben, es auszuschalten, dann haben wir auch automatisch das System, das genau nachverfolgt werden kann, wann Sie wo sich bewegt haben, wo Sie also hingefahren sind. Das kann man jetzt schon freiwillig machen. Und da bin ich auch als Liberale die Letzte, die nicht sagt, wer das sagt, er möchte das freiwillig machen, soll er das gerne tun. Es gibt zum Beispiel jetzt auch schon auch wieder Kfz-Versicherungen, die sagen, wenn Sie so ein System nutzen, dann bekommen Sie eine Prämie, weil wir sehen, dass Sie eben zum Beispiel schön brav auch sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten und ein vorsichtiger Autofahrer sind. Ist in Ordnung, ich finde das ganz interessant, wobei ich auch schon gefragt worden bin, was passiert denn, wenn man dann auch auf so einem Verlauf, das kann man sich dann auch so als Nutzer zu Hause auf dem iPad zum Beispiel anschauen, wenn man dann zum Beispiel genau sieht, aha, da ist eine Geschwindigkeitsübertretung passiert, kommt dann früher oder später irgendwann mal automatisch das Knöllchen von der Polizei nach Hause. Offiziell natürlich nicht, aber ich glaube, jeder, der sich mit dem Thema auch schon ein bisschen länger auseinandersetzt, weiß, sobald Daten verfügbar sind, kommt früher oder später jemand, der braucht diese Daten, aus welchen Gründen auch immer ganz dringend. Deswegen, auch hier, wer das freiwillig machen möchte, finde ich absolut in Ordnung. Aber ich finde es sehr kritisch, wenn man sagt, ab 2015 ist es verpflichtend in jedem Auto drin und ich habe keine Chance mehr, dieses System auszuschalten. Das ist etwas, wo man sich Gedanken machen muss, wie können denn tatsächlich hier Wege in meinem Leben auch nachvollzogen werden. Und der ein oder andere von Ihnen hat vielleicht mitbekommen, dass vor ein paar Wochen jetzt der EuGH, der Europäische Gerichtshof, beschlossen hat oder ja entschieden hat, dass die sogenannte Vorratsdatenspeicherung, die Richtlinie dazu, ungültig ist. Vorratsdatenspeicherung war die Idee, jeder telefoniert, im Speziellen Kriminelle telefonieren ganz besonders viel. Deswegen müssen wir genau erheben, wer wann mit wem wo telefoniert hat. Jetzt nicht was, aber immerhin schon mal, wer mit wem wann und wo. Und diese sogenannten Metadaten, die Jimmy Schulz auch bezüglich E-Mails zum Beispiel genannt hatte, auch die zum Beispiel, unbedingt notwendig, damit man eben die Kriminellen verfolgen kann, dass man da eben mal alle Bürger unter Generalverdacht gestellt hat. Das hat zumindest die Kolleginnen und Kollegen der konservativen Partei noch nicht überzeugt gehabt. Da hat es dann den EuGH gebraucht, der gesagt hat, das kann so nicht sein. Weil mit diesen Daten könnte man genau nachverfolgen und einfach das Leben nachzeichnen, wo wer sich auch bewegt hat. Weil ein Handy bucht sich ja auch immer an bestimmten Orten wieder ein. Und da hat der EuGH gesagt, nein, also in der Form, wie das jetzt ist, auch vor allem, dass die Daten nicht mal auf europäischen Servern gespeichert werden müssen, so kann das nicht sein. Und ich glaube, das ist auch ein richtiges und wichtiges Signal gewesen und bestätigt natürlich auch die Auffassung der ehemaligen Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, die da vehement dafür gekämpft hat, dass wir das in Deutschland nicht bekommen haben. Weil letztendlich, wir wissen, jetzt zum Beispiel in der Großen Koalition zwischen SPD, CDU und CSU steht es schon wieder im Koalitionsvertrag drin. Ich will nur sagen, also hier hat schon einmal der EuGH gesagt, nein, Daten, die so im Detail auch nachvollziehen können, wie mein eigenes Leben, also das Leben einer Person aussehen lässt, also wenn man das nachvollziehen kann, das ist nicht akzeptabel. Und meines Erachtens betrifft das zum Beispiel dieses eCall-System im Auto genauso. Ich gehe davon aus, dass auch das früher oder später beim EuGH landen wird. Also insofern sind das Massen an Daten, die in den unterschiedlichsten Lebenssituationen auch gesammelt werden. Und das ist meines Erachtens die große Herausforderung in den Weg in die digitale Gesellschaft.
Es werden immer noch mehr und immer mehr Daten angesammelt werden. Und ich möchte auch als Letztes, also ich möchte auch ganz klar sagen, das Letzte, was ich sagen möchte, ist, wir brauchen das nicht oder es ist eine Gefahr. Liberale sagen immer, in allem liegt auch eine Chance und es ist auch im Big Data und Internet der Dinge sind ganz, ganz viele gute Dinge, die da entstehen werden. Ich nenne mal zum Beispiel dieses Beispiel, finde ich immer super, ein Kühlschrank, der sich irgendwann mal automatisch quasi nachfüllen wird. Ich finde das doch, Albtraum, ich finde es ganz praktisch, wenn ich aus Brüssel immer zurückkomme und vor meinem leeren Kühlschrank stehe, wäre ich ganz dankbar und denke mir, schade, dass es das jetzt noch nicht gibt. Die Idee ist tatsächlich, Sie haben natürlich auf allen Produkten einen Barcode drauf, das heißt, Sie nehmen ein Produkt aus dem Kühlschrank, theoretisch wird das sofort weitergeleitet an einen Einzelhändler Ihres Vertrauens und der liefert das am nächsten Tag dann wieder nach Hause. Ich finde das persönlich gar nicht so schlecht, auch zum Beispiel, wenn man überlegt, dass vielleicht auch Menschen im älteren Alter noch länger zu Hause wohnen bleiben wollen und eben das mit dem Einkaufen manchmal nicht mehr so einfach ist. Also ich glaube schon, dass auch eine gewisse Chance darin liegt. Aber um genau auch diese Chancen von diesen Systemen nutzen zu können, muss ich mir sicher sein, dass diese Daten nicht irgendwo verschwinden und irgendwelche Leute das irgendwie benutzen. Also genau um diese Chancen von diesen wahnsinnig tollen Entwicklungen, Innovationen der Zukunft auch nutzen zu können, brauchen wir jetzt ein Fundament, einen guten Datenschutz, der eben absichert, dass mit diesen Daten, die dann dort auch erhoben werden, nicht irgendwie Schindluder getrieben wird. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das ist vielleicht etwas, könnte man sagen, weit hergeholt. Nehmen Sie einen Haushalt, der dann zum Beispiel über mehrere Monate hinweg auf einmal kein Schweinefleisch mehr bestellt. Diese Daten werden vielleicht irgendwann mal, wenn auch mal, man kann ja auch nie wissen, wie ein politisches System tickt, weitergeleitet an ein Innenministerium und dann Leute da beim Innenministerium quasi gleich die Glocken, in diesem Haushalt wird kein Schweinefleisch mehr bestellt, das könnten doch Muslime sein, da könnten doch vielleicht Terroristen wohnen. Das ist ein vielleicht etwas an den Herrn herbeigezogenes Beispiel. Aber was ich Ihnen sagen will, ist, diese Daten werden durch Algorithmen sortiert. Was ist ein normales Verhalten, in Anführungszeichen? Und jeder, der sozusagen aus dem Normalen herausfällt, kann unter Umständen in das Visier auch von staatlicher Gewalt kommen. Sodass man einfach dann in dem Moment sicherlich, solange ein Rechtsstaat besteht, dann auch ganz schnell wieder rauskommt, aber nichtsdestotrotz. Wichtig ist, dass diese Daten eben nicht in fremde Hände geraten, wo eben dann irgendwann gesagt wird, der oder die, irgendwas stimmt mit dem nicht. Das muss jetzt gar nicht das Lebensmittel sein. Das können zum Beispiel auch Internetseiten sein, die Sie besuchen. Das kann irgendein bestimmtes Verhalten sein, das Sie eben nicht machen oder häufiger machen als andere. In dem Moment, wo Sie sozusagen dann kategorisiert werden, da ist die Gefahr. Und deswegen ist eben die Wichtigkeit, dass diese Datenschutzgrundverordnung, an der wir als Europäisches Parlament gearbeitet haben, wirklich sicherstellt, dass Ihre Daten nicht weitergegeben werden, ohne Ihre Einwilligung. Und das ist eigentlich auch wieder der Hauptkern dieses Themas. Wir brauchen alle, auch die Wirtschaft, ihr Unternehmer, auch untereinander, wir wollen unsere Daten auch austauschen, aber es geht darum, dass jeder Einzelne selbst entscheiden kann, was er das tut. Und wenn ich im Internet einen Dienst nutze, dass ich weiß, was passiert auch mit diesen Daten. Will heißen, dass ich auch die Auswahl habe zwischen unterschiedlichen Produkten, zwischen unterschiedlichen Dienstleistern, um zu sehen, aha, der eine bietet es vielleicht etwas billiger an, dafür kann aber sein, dass der die Daten nämlich weiterverkauft und sich dann das Geld sozusagen über den Umweg holt. Der andere macht es vielleicht etwas teurer, da kann ich mir aber auch sicher sein, dass diese Daten nicht irgendwo weitergegeben werden und ich dann nicht auf einmal auch vielleicht mit Werbung oder dergleichen zugespammt werde, also zugeschüttet werde. Also Sie sehen, hier ist durchaus auch ein Wettbewerb möglich und das geht aber nur, wenn ich als Verbraucher aufgeklärt bin und schnell und einfach auch erkennen kann, was passiert mit meinen Daten. Und das ist eine Grundidee dieser Datenschutzgrundverordnung, dass wir auch mit Symbolen arbeiten. Weil im Moment haben Sie da erstmal fein gedruckt über 1,5 Seiten, was denn in den AGBs drinsteht und was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Dann müssen Sie auch noch die unterschiedlichen
Datenschutzgesetze kennen. Da gibt es ja auch in jedem EU-Land einen anderen. Wir haben sogar unterschiedliche Datenschutzbeauftragte in jedem Bundesland. Also insofern sind Sie da, finde ich als Verbraucher, erstmal damit ordentlich beschäftigt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da werden Sie sicherlich auch nochmal später ein bisschen genauer drauf eingehen. Und deswegen ist die Idee zu sagen, wir wollen europaweit einen einheitlichen Standard, damit der Verbraucher auch einen Überblick hat, dass auch Unternehmen sich nicht mogeln, also rausmogeln können, indem sie einen Mitgliedstaat wählen, wo vielleicht der Datenschutz lockerer ist. Und dass also für mich als Verbraucher ganz schnell und klar erkennbar ist, wo passiert was mit meinen Daten. Das ist tatsächlich die grundlegende Idee dieser Datenschutzgrundverordnung, die leider, wie du richtig gesagt hast, im Moment blockiert wird, auch mitunter von der deutschen Regierung, weil tatsächlich das Interesse scheinbar gar nicht so groß ist, tatsächlich die Daten der europäischen, der deutschen Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Einen Ausflug möchte ich noch ganz kurz machen, weil ich finde, das ist auch ein vielleicht ganz anderer Aspekt, der aber auch sehr spannend ist und im ganzen Bereich Daten, Google auch mit reinfällt. Je mehr Daten Sie von sich preisgeben, desto genauer bekommen Sie Ihre Informationen natürlich. Also wir haben gehört, das Experiment zum Beispiel, wenn man als Frau Kind oder Familie oder Schwangerschaft eingibt, dass man dann quasi keinerlei Internetseiten oder Webmails mehr öffnen kann, ohne nicht mit Anzeigen in diesem Thema Babypuder oder sonst was bombardiert zu werden. Obwohl man das sich vielleicht gar nicht interessiert, weil man sich nur vielleicht für eine Freundin interessiert, also das mal angeschaut hat. Das heißt, Sie bekommen sehr, sehr zielgenaue Werbung auch zugeschalten, was scheinbar in Ihrem Interessensbereich liegt. Hobbybezogen, ortbezogen und dergleichen. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass für mich als Liberale aber auch eine Meinungsvielfalt, ein Pluralismus, ein Informationspluralismus entscheidend ist. Und das war eigentlich auch im Prinzip das Tolle an dem Internet, dass man Zugang zu Informationen hatte weltweit, zu denen man bisher eigentlich nie den Zugang wirklich gehabt hätte. Und das wird letztendlich durch diesen Filter schon wieder reduziert. Will heißen, Sie bekommen gar nicht mehr die Informationsbreite und Fülle, die eigentlich die Idee dieses Internets war, bekommen Sie gar nicht mehr, weil eben ganz eng und zugeschneiderte Informationen auf Ihre Person nur noch eingeblendet werden, die Suchergebnisse darauf optimiert werden und dergleichen. Das kann ganz bequem sein auf der einen Seite, sicherlich, weil man, wenn man, sag ich mal, passgenaue Angebote bekommt, ist man schneller durch. Man weiß genau, in Amazon, Sie bekommen Ihren Buchvorschlag, das mache ich, der Autor hat mir schon immer gut gefallen, funktioniert ganz gut. Wenn man sich aber eine Gesellschaft vorstellt, die immer nur noch mit Informationen gefüttert wird, mit der man eigentlich sofort von vornherein konform geht und sagt, finde ich gut, wo bleibt dann noch das kritische Auseinandersetzen mit anderen Themen, mit Andersdenkenden? Die Frage ist, ob sozusagen diese sogenannte Filterbubble, diese ja, Filterblase, in der man dann nur noch lebt, ob die nicht genau dazu führt, was das Internet gerade nicht wollte, nämlich zu deutlich mehr Intoleranz und Unkenntnis über andere Menschen, Kulturen etc. Auch das ist etwas, was man sich durchaus im Hinterkopf halten muss, dass eben auch diese Vorselektion durch Google, durch alle anderen Anbieter auch ein Stück Freiheit und Vielfalt auch beschneidet. Auch das ist meines Erachtens ein Thema, das man nicht außer Acht lassen darf, wenn man sich mit dem ganzen Thema digitale Gesellschaft auseinandersetzt. Weil wir werden immer mehr in der digitalen Gesellschaft uns bewegen. Ich sehe das immer auch teilweise, wenn ich in Schulklassen bin, die kommunizieren hauptsächlich nur noch über, ja, über Handy, Facebook auch schon, aber auch teilweise ganz andere, Instagram und so weiter. Also es wird einen großen Teil einnehmen. Und wenn dieser große Teil nicht mehr sozusagen gut gesichert ist durch Datenschutz und auf der anderen Seite vielleicht sogar auch noch die Perspektive deutlich einengt, dann meines Erachtens muss man wirklich sagen, die digitale Gesellschaft hat nicht zu mehr Freiheit, zu mehr Vielfalt, zu mehr Pluralismus geführt, sondern genau zum Gegenteil. Aber deswegen finde ich es sehr gut, dass Sie heute da sind, mit uns diskutieren, weil man kann etwas dagegen tun. So ist es nicht. Es ist ein Prozess, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Und jeder Einzelne kann seinen Teil dazu beitragen, seine Daten sozusagen sehr gut zu überlegen, was man damit macht, kritisch auch umzugehen mit Suchergebnissen, die man bekommt, und natürlich auch Politik in die Richtung zu lenken und zu wählen, die dann dafür steht, dass eben genau diese Vielfalt im Internet erhalten bleibt, dass Datenschutz die Basis
für die digitale Gesellschaft darstellt. Und dann bin ich ganz zuversichtlich, dass sich eben mein Kühlschrank auch füllt, auch ohne dass sozusagen vielleicht irgendwann mal das Innenministerium bei mir zu Hause vor der Tür steht. In diesem Sinne danke ich ganz herzlich und freue mich auf eine anregende Diskussion jetzt.